Der IHC Olten auf Radio Insight. Silanis, herzliche Gratulation zu diesem deutlichen Derby-Sieg. Deine Meinung so kurz nach dem Match. Die Stimmung ist gut in der Garderobe. Ja, definitiv. Ja, wir hatten vorhin noch Freude gehabt. Ja, wir haben gut gespielt, solid von Anfang an. Und Simon ist sackstark zu hängen, so sollte es weitergehen. Heute hat er im Gegensatz zum ersten Derby Goal auch gemacht. Wir haben bis zum Schluss müssen zittern. Er hat auch wieder sehr temporeich Hockey gespielt und hat eigentlich lange auch kaum Raum lassen. Wie hast du aus dem Match eigentlich zu oben erlebt, hier am Schoren? Ja, eigentlich ähnlich, wie du gesagt hast. Wir haben schnell die Mittelzone überbrückt. Die zweite, dritte haben wir zwar ein bisschen Mühe, ein bisschen Böckverlust gehabt, aber sonst haben wir defensiv solid, schnell führen. Und in der gegnerischen Zone haben wir recht gewirbelt und ja, Goal sind gekommen, das war sicher wichtig. Der einzige Wermutstropfen, den man jetzt vielleicht heute Abend hat, ist der Ausfall von Dan Weisskopf. Man hat es dann gesehen, wer in die Presse gesprungen ist, das Spiel mit der Nummer 93. Silon Weiss plötzlich in die Verteidigung gesehen, also der Einsatz im Trainingslager gegen Rosa hat sich also bezahlt gemacht, wo du dort die Verteidigung gespielt hast, hast du heute Abend können die Erfahrung wieder einbringen. Wie hast du gesehen, wo plötzlich heute in die Defensive hast du spielen müssen? Ja, wir haben es vorgängig schon kurz besprochen. Ja, am Anfang hatte ich ein bisschen Mühe, wirklich, wenn ich zu einem überfahren wurde. Aber dann ist es gut, dass wir gut reinkommen. Elliot hat mir mega gut geholfen und ja, gebe mein Bestes auch hängen. Definitiv. Zum Sonntag geht es weiter gegen HC Thurgau. Bis jetzt haben wir praktisch gegen alle Mannschaften Weisse West aussen gegen Kloten. Was denkst du am Sonntag? Was wird wichtig sein gegen HC Thurgau? Ja, wir wissen, dass sie offensiv unbequem können werden können, wenn wir ihnen zu viel Raum lassen. Wir müssen defensiv sehr gut stehen. Sehr gut analysieren am Morgen und dann Vollgas gegen Führer, schnell mit überbrücken und dann bin ich zuversichtlich. Der IHC Olten auf Radio Insight.